Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Long time no see. Ich weiß, ich habe super viel zu tun. Es bessert sich aber langsam. Man kommt so in den Alltag hinein. Außerdem, ich habe einfach wirklich so viel zu tun. So viel Chaos, so viele Probleme, glaubt mir. Da muss ich mich erstmal herauslösen. Deswegen kam das jetzt nicht so oft zustande, dass ich ein Video habe für euch. Aber jetzt ist ja eins da. Ein paar Favoriten nennen. Ich habe das auch beim letzten Kind gemacht. Sozusagen die Baby-Favoriten, aber auch die Flops. Also Tops und Flops sozusagen. Vor allem jetzt nach dem zweiten. Ich meine, jedes Kind ist anders. Aber ich habe jetzt gemerkt, ich kann das doch zusammenfassen. Also die sind zwar unterschiedlich, aber ich kann trotzdem sagen, das ist ein genereller Flop für uns gewesen. Und das ist generell gut bei uns. Deswegen vielleicht doch interessant. Das ist doch vielleicht allgemeiner, als man denkt. Und vielleicht etwas dabei für euer Baby oder vielleicht seid ihr gerade schwanger und ihr überlegt, was ist sinnvoll, sich anzuschaffen, dann bleibt jetzt dran. Also wir fangen an mit dem Stillen. Ja? Ich stille ja wieder und ich muss sagen, der erste Monat war der absolute Horror und diesmal war es sogar noch viel, viel schlimmer als beim ersten Kind. Ich hatte solche Schmerzen, wirklich extrem Schmerzen. Ich war es mal vorbereitet und habe schon ein paar Dinge von der ersten Schwangerschaft, also vom ersten Kind, so zum Beispiel diese Kühlung, Kühlpads und so weiter. Und ich kannte mich auch schon aus. Trotzdem, ich weiß nicht warum, aber es war so schmerzhaft, extrem schmerzhaft. Ich habe mit meiner Hebamme die ganze Zeit darüber gesprochen. Sie hat mir sogar so Globuli verabreicht. Es hat sich dann ein bisschen verbessert, aber nicht wirklich. Was mir tatsächlich geholfen hat, ja, also meine Brustwarzen haben einfach extrem geschmerzt, so war das. Und sie, also meine Tochter, hat einfach so ein richtiges, ich weiß nicht, sie saugt so extrem feste, ja. Und deswegen hatte ich extreme Schmerzen. Und auch so, ich weiß nicht, einfach total empfindlich, extrem empfindlich. Und es hat einfach nichts geholfen. Aber was so ein bisschen meinen Schmerz gelindert hat, sage ich mal, waren die Silberhütchen. Darauf schwöre ich, weil man will keine Reibung haben auf dem Stoff. Das, jedes kleine bisschen, wenn ich nur so ein bisschen berührt habe, auch mit dem Handtuch dann zum Abtrocknen, war der absolute Horror, schmerzhaft hoch 10. Man will einfach so, das sind solche Kappen, die man einfach dann hat, ja, auf die Brustwarzen legt und das ist sozusagen die Barriere zwischen Stoff und der Haut. Und was sogar noch besser geholfen hat als die Silberhütchen, sind Zinnhütchen. Die waren sogar noch besser, weil die Größe besser war. Also der passt mehr rein. Genau. Und man will auch nicht, weil die Brustwarzen nämlich so beim Stillen ja sehr groß werden, sozusagen, und auch lang, will man nicht, dass sie umknicken durch den Stoff. Und das verhindern die sondern die Silberhütchen oder die Zinnhütchen auch. Und das kann ich absolut empfehlen. Schafft es euch an. Und was ich auch sagen kann ist, ich habe geheult und vor Schmerz und alles. Ja? Jetzt denkt man sich, warum tut man sich das an? Klar, ich hätte auch aufgeben können. Ist auch nichts Schlimmes. Auch nicht schlimm, wenn man nicht stillt. Ja? Das wollte ich nur mal hier klarstellen. Jede Mama entscheidet das für sich selbst. Aber ich wollte es schon machen. Vor allem habe ich es ja auch beim ersten Kind gemacht. Und dann auch geschafft. Und ich dachte, das wird doch jetzt auch klappen. Und ich dachte aber ehrlich gesagt, das wird leichter sein, als es ist. Weil komischerweise war der Schmerz viel krasser jetzt hier beim zweiten. Aber es waren dann doch nur die ersten 4 Wochen. Als ich das dann durchgezogen habe und geschafft habe, jetzt, ich fühle gar nichts. Jetzt ist es so, wie man sagt, ja, stillen sollte nicht schmerzhaft sein. Ja, jetzt ist es auch nicht schmerzhaft. Jetzt ist es so wie nichts. Was ich aber noch empfehlen kann für wenn man Schmerzen hat, was mir auch gut geholfen hat, waren diese Kompressen. Die waren ziemlich gut, weil man die sofort anwenden konnte. Die waren schön feucht und kühl. Das kann ich auch empfehlen. Also es lohnt sich schon, das zu kaufen, wenn man dann akute Schmerzen hat, sage ich mal. Aber für dieses Langzeit, entweder man geht da durch oder man geht eben nicht da durch. Das muss man selber entscheiden. Aber die Zeit hat das dann doch irgendwie gemacht, ja. Aber für den akuten Schmerz, man will ja sofort lindern, finde ich, haben die zwei Sachen am allerbesten geholfen. Die Hütchen eben und die Kompressen. Worauf ich auch schwöre, vor allem jetzt bei diesem Kind, ist eine gute Trage. Wir haben eine, die ich eher für draußen verwende, aber ich wollte eher diese nochmal euch ja, ans Herz legen, und zwar so eine Tuchtrage. Das ist die, die ich habe von Houdini Me. Da fragen mich auch super viele immer auf Insta, weil ich,
ich trage die eigentlich immer, klar, weil ich trage sie auch immer, die Kleine. Geht nicht anders, wenn man noch ein Kleinkind hat, weil ich muss ja die Arme frei haben, ich muss hinterher gehen können, hinterher rennen können, wir müssen spielen können. Außerdem ja, ist dann die Kleine auch bei mir ganz nah. Das hat so Vorteile für beide dann auch. Nur für mich nicht, dann irgendwann der Rücken merkt es, ne? Aber das ist noch so die angenehmste Weise, finde ich, weil das fühlt sich nicht so sehr an, als wäre da so ein Fremdkörper dran, sondern vielmehr, als wäre das so eins, so richtig schön kuschelig. Aber die ist nicht so für draußen geeignet, weil die zu dünn ist, ne? Deswegen nehme ich gerne so eine andere dafür. Aber trotzdem will ich die eher empfehlen, weil das ist schön für Newborns. Genau, da ist der Nacken gestützt, wenn ihr dann diesen Trick macht mit dem Spucktuch zum Beispiel. Und das ist einfach angenehm und kuschelig und weich. Das ist einfach schön weich und ganz angenehmer Stoff. Ich mag das sehr gerne. Genau, und man kann auch auf Toilette gehen. Auch mit der Kleinen in der Trage funktioniert das dann auch zum Beispiel. Muss ja sein, anders geht's ja nicht, ne? Und das funktioniert ganz gut. Dann als nächstes, was ich auch empfehlen kann, ist, wurde mir beim ersten Kind auch immer empfohlen und ich habe es nicht geholt. Diesmal schon von Fisher-Price, dieser Spielbogen mit Decke. Es ist einfach potthässlich, I know. Es gibt auch jetzt eine neue Version. Wir haben die neuere Version. Es ist super bunt, quietschy und hässlich, aber es wirkt tatsächlich. Die Kinder mögen's. Da gibt's verschiedene Sachen, sich anzuschauen. Es klimpert mal hier, es klimpert mal da. Man kann die Teile auswechseln. Es gibt sogar Musik, aber da ist die Batterie jetzt gar nicht an. Also wir haben keine Batterie drin, deswegen ist es ohne Musik, brauchen wir auch nicht. Sowieso genug Geräuschkulisse hier immer. Also durch den Kleinen dann. Aber ja, sie liegt dann schön da drauf. Es ist sehr viel, sich anzuschauen. Man kann es auch schnappen, wenn man möchte. Das ist eine gute Alternative, wenn man nicht weiß, wohin mit dem Kind, wenn es nicht getragen wird, dann einfach mal da ablegen und die kann sich da auch amüsieren. Vor allem kann sie auch schön liegen. Man kann auch vielleicht Tummy Time machen oder so, aber so schön gerade auf dem Rücken ist ja immer am besten so zu liegen. Und ja, dann kann sie da auch ein bisschen spielen, hat dann auch was, sich so anzuschauen, ein bisschen Entertainment. Ich weiß, da kann man auch drüber streiten, zu viel Entertainment am Anfang oder nicht, aber jetzt, also ich bin eh ganz anders beim zweiten Kind. Alles, was möglich ist, was dann uns die Situationen, den Alltag erleichtert, ist gut. Ja. Dann als nächstes Schwarz-Weiß-Spiele. Da haben wir ganz tolle Spielsachen von Love Every. Die haben ganz tolle, hochwertige Produkte und wir mögen die ganz gerne. Und da gibt es sehr süße Spielsachen, die schwarz-weiß sind. Gerade am Anfang sehen die ja Kontraste am allerbesten. Deswegen schwarz und weiß, das ist der größte Kontrast. Das sehen die dann ganz gut, die Spielsachen. Dann mein letztes Top-Produkt ist eine Thermokanne. Das ist jetzt die von Koro. Die habe ich mir geholt und ich bin super zufrieden. Und wir brauchen das, weil Kaffee ist jetzt wieder da. Ich sage wieder, weil in der Schwangerschaft habe ich keinen Kaffee konsumiert. Aber jetzt, wenn das Baby da ist, brauche ich es. Sonst funktioniere ich gar nicht am Tag. Und ja, das hält halt meinen Kaffee schön heiß, weil Kaffee und Kinder geht nicht zusammen. Du kriegst deinen Kaffee, kannst du nie heiß trinken, außer er bleibt heiß und deswegen Thermokanne muss sein. Jetzt mein Flop-Produkt und das bei beiden Kindern. Leider, ich habe es mir so gewünscht, ist leider das Beistellbett. Ja, unser Beistellbett wurde nicht genutzt sozusagen. Ich weiß, in dem ersten Video, wo die Kleine dabei war sozusagen, das war ja hinter mir und hat da drin geschlafen. Das war das erste und einzige Mal, wo sie wirklich darin geschlafen hat. Sonst schläft sie leider gar nicht darin. Unser Sohn hat auch gar nicht darin geschlafen. Ich habe es dann später so als Stubenwagen genutzt. Dann war da einfach so hier im Wohnzimmer, einfach um ihn ablegen zu können, wenn man mal zur Tür rennen muss. Mehr ist auch nie passiert, ja. Aber geschlafen wurde da nie. Irgendwie, das ist natürlich bei jedem Kind anders, bei unseren beiden gar nicht. Hat gar nicht funktioniert, aber ich lese auch oft, dass es bei vielen nicht so gut funktioniert. Deswegen jetzt wieder Familienbett, das ist das genau, was ich nicht machen wollte. Aber ja, sie schläft bei mir an meiner Seite in unserem Bett. Was soll ich machen? So ist das jetzt. Also, es gibt viele Sachen, da sagt man, das sollte man nicht tun, weil bla bla bla. Beziehungsweise, das ist am natürlichsten, hat er selber gesagt. Sehe ich genauso. Deswegen macht euch da nicht verrückt. Wenn es bei euch funktioniert so, dann ist das einfach auch am besten. Und so machen wir es jetzt auch. Familienbett ist also wieder, ist wieder da. Das heißt, ich kann wieder nicht schlafen. Aber Hauptsache, sie schläft gut. Das waren meine Tops und Flops von Baby- und Mama-Sachen.
vielleicht hat es ein bisschen geholfen, ich hoffe. Ihr könnt gerne mal auch die anderen Videos anschauen. Ich habe so eine Playlist mit Babysachen, falls euch das interessiert. Und ich werde eventuell, wenn ich es schaffe, Produkte verlinken. Aber kann ich nicht garantieren, vielleicht komme ich nicht dazu. Aber vielen Dank fürs Einschalten wieder. Folgt mir gerne auf Insta, da heiße ich auch Fanny Pilgrim. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann!